Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal was anderes, und zwar die neuen Garmin-Pedale. Naja, so ganz neu sind sie auch nicht mehr, sind auch schon eine Weile auf dem Markt. In dem Fall die Rally XC100 Edition, also hier einfache Wattmessung und nicht die doppelte Wattmessung. Ich möchte euch erstmal zeigen, was ihr überhaupt alles ausgeliefert bekommt, was ist da alles eigentlich enthalten. Kurz auf die Installation eingehen, beziehungsweise ich möchte auch zeigen, ob das Ganze hier mit dem Wahoo Element Bolt V2 kompatibel ist. Ich habe hier den KU2, beziehungsweise natürlich kompatibel sind sie schon, aber was die Unterschiede sind zwischen dem Garmin Edge 1040 beziehungsweise Explore 2, die neu auf den Markt gekommen sind. Und ich zeige euch einfach auch ganz kurz, wie ihr entsprechend hier die Pedale einrichtet, beziehungsweise einrichten müsst. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an. Viel Spaß. Ja, da haben wir das gute Stück, und das ist die Rally CX100. Das 100 steht für normales, also nicht duales, sondern ja, ist nur eine einfache Wattmessung. Das heißt, es wird nicht links und rechts gemessen, sondern nur auf einer Pedale. Und ihr bekommt natürlich dann jetzt nicht die Balance angezeigt. Aber Garmin bietet natürlich hier ein Upgrade an. Das bedeutet, wenn ihr euch jetzt erst dafür entscheidet, das Ganze mal zu testen und zu gucken, ob es was für euch ist, dann könnt ihr das hier kaufen. Und die zweite Pedale kostet quasi, ja, nicht wirklich mehr, wenn ihr das Doppelset kaufen würdet. Das heißt also, ihr könnt euch das Ganze ersetzen. Ich habe jetzt hier die Rally-Version, das heißt, es ist die mit der Shimano SPD-Pedale. Es gibt da noch mehrere Versionen, es gibt 3 Stück. Ihr könnt aber den Mantel auch jeweils runter machen und dann euch auch den Mantel extra besorgen. Ich werde das Ganze jetzt hier dann mal testen mit dem, ja, guten Morgen, mit dem Wahoo Element Bolt V2, dann mit dem Explore 2, mit dem Edge 1040 und mit dem Karoo 2. Die werde ich jetzt alle mal hier miteinander verbinden und dann einfach mal schauen, was das Ganze hier, ja, in der Anzeige bringt und ob das Ganze hier kompatibel funktioniert. Ich werde das Ganze hier an meinem Gravelrad dran machen, weil da macht Sinn, am Mountainbike, ja, brauche ich das jetzt nicht wirklich. Ja, dann machen wir das Ganze mal auf. Das ist eigentlich ganz sehr unspektakulär. Wir sehen jetzt hier, das ist einmal hier eine schöne Verpackung. Dann hat es hier so einen Schaumstoff oben drauf zum Schutz. Und das sind auch schon die 2 Pedalen. Wir sehen jetzt hier, ja, klassische SPD-Pedalen, wie man sie kennt. Und der Wattmesser ist dann hier drin verbaut. Beziehungsweise die Batterie, eine der Schafts, ist dann die Batterie hier drin. Und ja, wie gesagt, sehr unspektakulär. Ihr bekommt dann nochmal eine kleine Anleitung, aber das sind mehr so Sicherheitshinweise. Und was noch hinzukommt, was vielleicht für einen anderen interessant sein dürfte, es gibt einmal hier ja, SPD-Glieder, falls ihr keine habt, die sind auch schon dabei, also auch mit dem Schuhinsatz hier, alles dabei. Und ihr bekommt nochmal Ersatzdichtungsringe und Ersatzringe, die sind auch nochmal inklusive dabei. Ja, wenn wir uns die Pedale nochmal genauer ansehen, sehen wir auch hier, wir können ganz normal klassisch hier die Stärke einstellen, also wann hier der Schuh rausgeht. Das ist alles hier ganz normal, wie wir es kennen, einstellbar. Ja, da sehen wir hier auch schon, da sind die Pedalen montiert und das war jetzt auch wirklich easy. Also das ist überhaupt kein Problem, ihr macht die alten ab, die neuen drauf. Und was ich immer noch nutze, ist hier die Montagepaste von, ja, in dem Fall Shimano. Das ist hier, damit das Ganze hier auch später wieder gut zum Abmontieren ist, beziehungsweise zum Dranmontieren. Die habe ich dann entsprechend jetzt hier verwendet und habe das Ganze hier angezogen. Ihr müsst auch darauf achten, beziehungsweise, ja, ihr solltet darauf achten, es ist ein Linksgewinde. Also wenn ihr das alte abmontiert und ihr das noch nicht gemacht habt, dann achtet darauf, dass ihr das jetzt hier, ja, nicht falsch umdreht, sondern hier wird Linksgewinde verbaut. Das ist ein bisschen verwirrend, wenn man das selten hat. Des Weiteren ist bei den Pedalen auch so, dass ihr jetzt hier nicht mehr, ja, das Ganze wie ein Ochse anziehen müsst, wie, glaube ich, bei den Vector 2 war das, glaube ich, oder wie die hießen. Da müsstet ihr ja richtig fest anziehen, sonst haben die Leistungsmesser nicht funktioniert. Das ist hier nicht mehr der Fall. Was ebenfalls noch ganz toll ist, wir können hier, ja, wenn ihr jetzt nur ein Leistungsmesser habt, aber 2 Räder, ist es auch wirklich sehr, sehr schnell abmontiert und wieder woanders drauf montiert. Das ist kein Problem an der Stelle. Ja, jetzt richten wir das Ganze nochmal mit den Navigationsgeräten ein, beziehungsweise den Fahrradcomputern. Und dann schauen wir mal, die sollten eigentlich alle kompatibel sein. Ja, als erstes fangen wir mit den Garmin Edge Geräten an. Ich habe hier einmal den Explore 2, beziehungsweise den Garmin Edge 1040. Die sind natürlich, ja, was aus einem Hause ist, kompatibel. Aber es gibt hier trotzdem einen kleinen Unterschied. Und zwar bei dem Garmin Edge 1040 könnt ihr, wenn ihr eine Route navigiert, so eine Art, ja, Wattplan, sowas wie bei den Laufuhren, ja, ein Pace Pro Plan erstellen. Da könnt ihr entsprechende Wattzahlen fahren, um hier die ideale Zeit für euch, ja, optimal zu erreichen. Das bietet der Explore in dem Fall natürlich nicht. Er hat nur eine Standardnavigation, aber bietet trotzdem die Möglichkeit, euch die Watt anzuzeigen. Aber mehr ist ja auch nicht dann dabei. Ja, und es ist natürlich nicht überraschend, dass es bei beiden Garmin-Geräten gleich eingerichtet wird. Wir haben hier unten diese 3 Strichtasten und da können wir sehen ja auch schon, dass wir entsprechend hier die Sensoren haben. Und da gehen wir jetzt einfach mal drauf und dann sagen wir einfach mal Sensoren hinzufügen und dann sagen wir mal alle durchsuchen und dann schauen wir mal, ob der Sensor gefunden wird. Dann einfach nochmal hier auch aktivieren. Das sehen wir hier, Leistungsmesser wird direkt gefunden. Sagen wir hier hinzufügen und dann sehen wir auch hier dann entsprechend Leistungsmesser ersetzen. Kurbellänge müssen wir dann auch entsprechend einstellen.
Meine Kurbellänge beträgt 175 mm und dann müsst ihr es entsprechend hier noch einstellen, dass dann auch die Kurbellänge passt. Sagen wir ja. Und jetzt kalibrieren. Und dann müsst ihr das entsprechend kalibrieren. Das müsst ihr dann halt auf dem Rad machen. Ja, wenn ihr den Sensor jetzt gerade nicht kalibrieren könnt, so wie ich jetzt, der jetzt ja hier als hier entsprechend montiert ist, könnt ihr auch entsprechend, wenn ihr in den Sensor nochmal reingeht, hier auf den Leistungsmesser gehen und könnt hier dann, wenn ihr auf dem Rad sitzt, nochmal automatisch kalibrieren auswählen und dann könnt ihr nochmal entsprechend euer Leistungsmesser kalibrieren. Ja, der Explore 2 und der Garmin Edge 1040 haben jeweils mit ANT Plus verbunden und jetzt habe ich hier den Wahoo Element Bold in der V2 Version. Gibt es auch ganze für Roam. Und jetzt suchen wir mal hier, wie wir da den Sensor verbinden können, ob hier das Ganze entsprechend kompatibel ist. Wir schauen mal nach. Ja, da haben wir auch schon das gute Stück. Ich muss hier für meine Finger entschuldigen, dass die so dreckig sind. Ich habe hier wie durch die Montage halt ein bisschen dreckige Finger bekommen und kriege es nicht ganz ab. Wir gehen einfach hier links auf die Taste, also hier drauf. Und dann kommen wir hier auch schon in das Menü hinein. Wir gehen jetzt einfach hier runter auf Sensoren. Und dann sehen wir hier schon die Sensoren, die schon verbunden sind. Also der Geschwindigkeitssensor, Frittfrequenzsensor und so weiter. Und dann gehen wir einfach jetzt hinzufügen. Und dann machen wir das Ganze jetzt hier mal, aktivieren mal entsprechend die Kurbel. Ja, dann bekommen wir es auch schon angezeigt. Wir sagen hier Safe Relay. Ja, das ist jetzt hier meine Leistungsmessung. Also ihr müsst es wirklich direkt an die Pedale halten. Das ist das Ganze ein bisschen hier schwierig. Datenfeldleistung hinzufügen. Ja, möchte ich machen. Und dann sehen wir jetzt auch schon, hier ist entsprechend das Relay hinzugefügt. Sogar der Name stimmt. Wir sehen hier, können wir jetzt auch mal reingehen auf mehr. Und dann sehen wir auch hier, die Kurbellänge ist sogar auf 175 schon eingestellt. Sehr praktisch. Und auch hier können wir dann entsprechend, wenn wir dann wollen, oder sollten wir auch mal das Ganze nochmal kalibrieren. Und so habt ihr es auch entsprechend mit dem ANT Plus Gurt verbunden. Wir sehen auch hier im Batteriezustand, ist noch gut. Und wir bekommen hier so eine kleine Übersicht. Also wirklich auch hier alles kompatibel, kann verwendet werden. Ja, der letzte im Bunde ist dann der Karoo 2. Da wollen wir jetzt einfach auch mal schauen, wie wir hier die Sensoren verbinden können, beziehungsweise den Sensor. Ich habe jetzt hier noch gar keine Sensoren verbunden, ich habe den sehr neu. Und da gucken wir jetzt einfach mal, ob auch hier entsprechend dann das Ganze kompatibel ist mit dem Garmin Leistungsmesser. Gut, da haben wir das gute Stück und da sehen wir jetzt hier, das ist die normale Standardoberfläche. Wir können uns auch hier unten links auf die bessere Übersicht gehen. Dann sehen wir jetzt hier Workout Sensoren und dann gehen wir jetzt einfach mal auf Sensoren. Und dann sehen wir auch schon, das Ganze hier unterstützt ANT Plus und Bluetooth. Und wir gehen jetzt einfach mal hier unten auf das Plus und dann fangen wir einfach mal an, hier was zu drehen. Und wir sehen auch, dass wir hier bis zu 15 Sensoren anschließen können. Wir sehen auch hier den Kadenzsensor. Der ist hier entsprechend auch dabei. Jetzt gehen wir einfach nur mal erstmal auf den Power. Kann jetzt ziehen wir später hinzu. Und dann connecten wir das. Ja, oben sehen wir dann 1 von 15 Sensoren verbunden. Wir können jetzt auch nochmal in den Sensor hineingehen. Dann können wir den Namen vergeben. Und das Ganze ist hier verbunden. Wir sehen jetzt hier Batterie wäre hier mit, sagt er. Kurbellänge ist hier sogar auf 175. Und ja, so können wir auch das Ganze hier nochmal kalibrieren. Auch da ist es dann hier entsprechend möglich, das nochmal durchzuführen. Ja, ich wollte einfach mal ganz kurz zeigen, wie kompatibel das Ganze hier ist, beziehungsweise ob hier alles unterstützt wird. Ich habe jetzt hier die gängigsten Navigationsgeräte ja hier vorgestellt und die Montage ist halt wirklich sehr einfach. Also da ist alles ohne Probleme, ist es einfach schnell gewechselt. Das sind alle Standardgewinde, da müsst ihr euch einfach auch keine Gedanken machen. Ich würde beim Edge 1040 auf jeden Fall auch mal hier den Plan testen, beziehungsweise hier auch den Wattplan, wenn ich jetzt eine Tour navigiere. Das werde ich mal ausprobieren, beziehungsweise einfach auch mal schauen, was für die täglichen Trainings sind. Wenn dich sowas interessiert, dann lass doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf meinem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.